Wenn ich zu Gott bete, darf ich nicht davon überzeugt sein, dass Gott nicht existiert. Ich muss es zumindest für nicht allzu unwahrscheinlich halten, dass Gott existiert und dass er so ist, wie ich es mir vorstelle. Dass Gott nicht sichtbar ist, zeigt noch lange nicht, dass er nicht existiert, und er zeigt auch nicht, dass der Glaube an diesen Gott irrational, unvernünftig ist. Denn es gibt Gründe, die für die Existenz Gottes sprechen, auch wenn Gott unsichtbar ist. Zum Beispiel, wenn der Glaube an Gott meinem Leben einen Sinn gibt und wenn er mir eine zusammenhängende Deutung der Wirklichkeit im Ganzen erlaubt.